Ein mysteriöser Pfandsammler ist der Grund für den Einsatz von Polizeikommissar Michael Smolik und Polizeioberkommissarin Sarah Freitag. Egon, 1328 von Egon. 1328 hört. Fahrt bitte zur Goethestraße 54 zum Supermarkt. Ein Herr Preuß meldet eine Schlägerei davor. Sonderrechte frei. Ja klar, wir fahren an. Die Einsatzkräfte können noch nicht wissen, dass hinter der handfesten Auseinandersetzung viel mehr als nur eine Meinungsverschiedenheit steckt. Auseinander! Alle auseinander! Auseinander! Wenn ich sage auseinander, dann gehen Sie auseinander. Ist soweit okay? Hier ist die Polizei. Ja. Hoch. Hoch. Hopp. Was ist hier los? Was passiert hier? Mann. Der kommt mit so Pfandflaschen hier rein. Schon dreimal die Woche. Die Pfandflaschen? Genau. Das sind ja keine haushaltsüblichen Mengen. Gibt die nur ab. Ja. Und nimmt nur das Geld von der Kasse. Blödsinn. Aus der Kasse 40, 50 Euro. Irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht. Ganz kurz, brauchen Sie einen Rettungswagen? Nee, geht, glaube ich. Auch der Beschuldigte ist unverletzt. Die Leiterin des Supermarkts kommt dazu und wird von den Polizisten zu dem Pfandsammler befragt. Kennen Sie den Herrn? Ja, er ist Kunde bei uns. Er ist öfter ja, bei der uns ist Kunde, kommt aber dreimal die Woche mit solchen Pfandflaschen. Das sind, irgendwas stimmt da nicht. Das ist doch nicht verboten. Der gibt nur Pfandflaschen ab und, ja, und der kassiert nur das Geld. Ein bisschen zurück, eben und warum schlägt er sie jetzt? Ich habe ihn darauf angesprochen, dass er ein Betrüger ist, weil er sowas macht. Und habe die Polizei gerufen, dann ist er rausgegangen. Was dann habe ich gesagt, stopp, wollte ihn aufhalten. Ich habe die Flaschen hier auf dem Parkplatz gefunden. Die werde ich doch hier wohl so abgeben dürfen. Aufgrund des Betrugsvorwurfs des Supermarktangestellten sieht sich Polizeikommissar Michael Smolik die gesammelten Flaschen an. Dabei fällt ihm etwas auf. Frederik. Sarah, komm mal her. Ja. Guck mal. Ja, hab's doch gesagt. Ja. Ist schon nicht üblich. Also das sieht mir aus, so wie irgendwie drauf kopiert und irgendwie drauf geklebt. Da habe ich aber nichts mit zu tun. Ich sag ja, die habe ich hier gerade gefunden, die Flaschen. Dann wird ja, das ja aber dann werden Sie nicht. Der kommt öfters her mit den Flaschen. Dann werden Sie meine Existenz zerstören. Also für mich ist das schon. Die habe ich gerade hier gefunden auf dem Parkplatz. Da habe ich doch nichts mit zu tun. Also ich sag Ihnen mal eins. Körperverletzung und dann noch diese Geschichte hier. Hohe kriminelle Energie ist es für mich. Ganz ehrlich, wenn Sie sagen, ey, der nennt mich Betrüger und Sie schlagen ihn deswegen, das ist nicht normal. Die Beamten vermuten, dass der Beschuldigte pfandfreie Flaschen sammelt und sie mit gefälschten Etiketten versieht. Mit dem Ziel, illegal viel Geld zu kassieren. Der Polizei ist der Mann bereits einschlägig bekannt. Schon mal was mit der Polizei zu tun gehabt? Ja. Ja? Versucht der Betrug? Sagt es Ihnen was? Ja. Komisch, oder? Warum vor zwei Jahren? Ja. Versucht der Betrug, ich sehe die Flaschen hier. Für mich sieht das nicht aus wie handelsübliche Flaschen. Für mich sieht es aus, als würde es irgendwie draufgeklebt und draufkopiert sein. Ja, das mag ja sein, aber ich habe damit nichts zu tun. Das ist Ihre Aussage, unsere Denkweise ist eine andere. Wir werden die Flaschen auf jeden Fall mitnehmen, beschlagnahmen. Die gehören jetzt erstmal der Polizei. Das sind meine Flaschen, die will ich mitnehmen. Das sind jetzt erstmal unsere. Die gehören mir. Hallo, wenn ich sage, das sind unsere, dann sind die haben beschlagnahmt. Gefunden. Ganz einfach, die kriegen eine Beschlagnahmebescheinigung und dann ist es... durch. Der Mann wird wegen des versuchten Betrugs und der Körperverletzung schriftlich auf die Wache vorgeladen. Die Ordnungshüter entlassen ihn und die Supermarktmitarbeiter daher. Den Pfandbetrüger werden sie aber schon bald wiedersehen. Ja. Hat er einen Strafantrag unterschrieben wegen der Körperverletzung? Ja, er hat gesagt, er hat er will einen Strafantrag stellen. Er kommt ja eh nochmal aufs Revier und er wird doch die Bescheinigung vom Arzt mitnehmen und dann machen wir das. Der wäre auch ganz gut, wenn er noch selber vielleicht Fotos macht oder so, von den Verletzungen. Ja. Ja, das können wir Ihnen ja natürlich wohl nicht noch mitteilen. Bitte? Mein Hund ist einfach weg. Ihr Hund? Der Bibo. Die Marktleiterin berichtet, ihren wertvollen Rassehund erst vor wenigen Minuten vor dem Lebensmittelladen angebunden zu haben. Da heute ihr freier Tag ist, wollte sie nur kurz etwas an ihrem Arbeitsplatz erledigen und hatte deshalb das Tier dabei. Was? Irgendjemand, der das gesehen haben könnte? Oder hat eine Aufsichtsperson auf ihr Hund aufgepasst? Oder? Nein, aber ich habe eine Kamera. Da ist eine Kamera. Was für ein Hund ist das? Das ist ein Windhund. Und der würde mit jedem so mitgehen, oder wie? Ja, vielleicht schon. Mit Leckerchen kann man ihn bestechen, aber. Okay. Ja, aber wenn sie eine Kamera hat, haben Sie da irgendwie. Können wir die uns anschauen? Ja, natürlich. Können Sie das herbringen oder sollen wir mitkommen? Ja, nee, ich hol's. Okay. Sie bringt's her. Okay. Durch den Einsatz von Überwachungskameras hat sich die Zahl von Straftaten an videoüberwachten Plätzen deutlich verringert. Diese Aufnahme verblüfft die Beamten allerdings sehr. Das
Flaschen noch? Sehe ich nichts. Kannst du was erkennen? Das ist doch der, nein. Das ist doch der Ding. Das ist unser Pfandflaschenbetrüger. Ja. Was macht der mit meinem Bibo? Das glaube ich jetzt nicht. Wir leiten ihn ab. Nimmt er jetzt mit oder was? Und dann hat er total Panik, so richtig, der Arme. Der zieht ihn so richtig mit? Ja. Guckt ihn sein Auto rein. Gott. Zum Glück konnten wir auf diesem Überwachungsvideo sehen, was genau passiert ist. Also, dass der Hund sich nicht selbst befreit hat, sondern dass tatsächlich der Herr, mit dem wir hier vorher zu tun hatten, diesen Hund mitgenommen hat. Das Kennzeichen sieht man leider nicht. Aber er hat ein GPS-Signal in seinem Halsband, weil er öfter schon ausgebüxt ist. Das ist cool. Das ist und super. Das habe ich auf meinem Handy, also wir können das verfolgen. Ja, dann, Sarah. Ja, super. Da fahren wir hinterher, oder? Ja, also das können Sie jetzt so abrufen, dieses Signal. Ja, natürlich. Dann würde ich sagen, Sie gucken jetzt die Standorte nach, kommen mit uns mit in den Streifenwagen. Und wir schauen mal, dass wir schnellstmöglich Ihren Hund wiederfinden. Ja, der ist noch unterwegs, der bewegt sich ganz schnell. Das ist natürlich eine super gute Idee, dass wir GPS haben. Wer weiß, was der mit meinem Hund macht. Ja, beruhigen Sie sich. Wir haben eine reelle Chance, den jetzt wiederzufinden, wenn wir uns jetzt ein bisschen beeilen und da dran bleiben. Genau, ich sag ganz schnell im Laden. Wir haben jetzt diesen GPS-Sender, wir können den Hund verfolgen, das ist okay. Aber wir mit uns mit am besten, okay? Ja, okay. Ja. Wir sagen ihm Bescheid, ich drehe den Wagen schon mal. Polizeikommissar Michael Smolik informiert die Leitstelle über den weiteren Einsatz. Während der Verfolgung behält der Beamte das GPS-Signal des Hundehalsbandes immer im Blick. Noch ist vollkommen unklar, was der Pfandbetrüger mit dem Tier vorhat und ob er ihm etwas antun will. So, das Signal muss hier ganz in der Nähe sein. Also so ein Lieferwagen ist vor uns. Das wird auch passen. Das wird auch gut passen. Ja gut, ich bleib da mal dran an ihm. Der sieht dem auch echt ähnlich. Und wir suchen uns gleich mal in eine Ecke, wo wir ihn anhalten können und kontrollieren können. Ja, da. Ach du Scheiße. Die ganzen Flaschen raus. Ja, Sie bleiben mal mit dem Auto. Ich hab doch gesagt, Sie sollen im Auto bleiben. Bleiben Sie hier. Bleiben Sie hier, bitte. Okay, wir wissen jetzt nicht, was vorgefallen ist. Bleiben Sie bitte hier, okay? Wir klären das. Michi, wir gehen beide erstmal ran, mal eben gucken, was mit ihm los ist. Okay, er ist verletzt leicht. Hallo, die Polizei. Ja. Was ist passiert? Sind Sie verletzt? Der blöde Köter hat mich... Brauchen Sie Rettungswagen? Nein. Sicher? Was für eine Aktion. Ist das der Hund? Sehen Sie mal, was passiert, wenn man so einen Blödsinn macht. Willst du dich mal um den Hund kurz kümmern? Ich kümmere mich um den Hund. Du hast ihn im Blick, ich bin hier. Wie kommt man auf so eine Idee? Was ist denn passiert? Warum legt man hier eine Vollbremsung ein? Ja... Der Köter hat mich plötzlich gebissen, hat mir in den Arm gebissen und dann habe ich das Lenkrad verbissen. Ist ihm nicht zu verübeln, oder? Warum klaut man denn einen Hund? Warum nimmt man einen Hund mit? Wir haben es auf der Kamera gesehen. Klären Sie mir das mal. Pfandflaschen liegen hier. Tausendfach hier. Alles gut, Frauchen ist auch da. Das mit dem Hund? Ja, Bibo, da ist er. Also ist es so, komm mal jetzt eh nicht aus der Sache raus. Ja. Ich fahre mehrmals die Woche in die Niederlande und sammle da leere Pfandflaschen. Aha. Und zu Hause beklebe ich die dann mit neuen Etiketten. Aha. Wie weit seid ihr? Beim Geständnis. Okay. Bringe die dann weg. Und als ich vorhin den Hund gesehen habe am Supermarkt, habe ich gedacht, ja, so einen teuren Rassehund, den kannst du dann auch noch. Ach, den wollen wir dann auch noch verticken. Ah ja. Der Mann muss sich für den versuchten Diebstahl des Hundes verantworten. Bei der Inspektion seines Wagens findet der Beamte belastendes Beweismaterial für den Pfandbetrug. Einen Moment, gehen Sie noch mal wieder zurück. Pfandgeld? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das Geld ist, was Sie aus den Pfandflaschen gezogen haben. Wie viel ist das? Ich weiß nicht, 600, 700 Euro vielleicht. Das ist erstmal beschlagnahmtes Geld. Das nehmen wir mit. Sagen wir hier. Aha. Ach, da haben wir die Etiketten. Und das machen Sie selber? Ja, die drucke ich mir zu Hause selber. Also bei der Durchsuchung des PKWs haben wir unter anderem noch Kopien gefunden. Und zwar, wenn ich das hier mal so zeigen kann, das sind mehrere Kopien. Die hätte er sich abschneiden können, als Banderolen auf die Flaschen kleben. Ja, er sagte dazu, das ist seine Einnahmequelle. So verdient er sich seinen Lebensunterhalt. Aber es ist nun mal alles durch Gesetze geregelt und Betrug ist keine Einnahmequelle, um ein geregeltes Leben führen zu können.
Sie haben meinen Hund geklaut. Wissen Sie aber, was Sie mir angetan haben? Tut mir leid. Ja, tut Ihnen leid. Sie fälschen die scheiß Etiketten. Sie klauen meinen Hund. Haben Sie noch irgendwelche anderen Hobbys? Haben Sie irgendwelche Aufgaben in Ihrem Leben? Nein. Gar nichts machen Sie. Gescheiterte Existenz. Gute Frau, ich verstehe das, okay? Gehen Sie bitte ein Stück weg. Dann könnte er im Prinzip durch einen anderen Streifenwagen vorgeführt werden. Ja. RTW wollten Sie nicht. Ihnen geht es auch immer noch gut. Egon für Streife. Wir haben den flüchtigen Täter gefasst. Wir bräuchten hier eine Verstärkungsstreife. Hier liegen um die Millionen Pflanzflaschen rum. Und die nehmen den dann mit und wir tun hier alles weitere vor Ort. Ja, auch dieser Fall zeigt mal wieder, Verbrechen lohnt sich nicht. Letztendlich war das eine super Sache mit diesem GPS-Halsband. Das hat uns natürlich sehr geholfen, diesen Mann seiner Tat zu überführen. Zum Tatort hier, wir haben hier eine Unfallstelle, die muss gesichert werden. Wir müssen das ganze Beweismaterial hier mal eben einsammeln. Das kommt dann in den Lieferwagen. Den werden wir dann ordnungsgemäß hier abstellen und verschließen. Auf den Täter kommt eine Haftstrafe zu. Der Hund der Supermarktleiterin ist unversehrt.